Hallo. Hi Harald. Hast du das neue Gottschalk-Album als EP? Nee, die haben leider immer noch nichts gemacht. Ah, schade. Kann man nichts machen. Ciao. Tschüss. Hallo. Hey, hast du die neue Gottschalk-Vinyl? Nee, die haben leider immer noch nichts gemacht. Schade. Kann man nichts machen. Ciao. Tschüss. Servus. Hallo. Haben Gottschalk ihr neues Album eigentlich als LP rausgebracht? Nee, du, leider immer noch nicht. Nach 5 Jahren, 3 CDs und einer Handvoll EPs, noch keine Vinyl? Nee, gar nichts. Echt jetzt? Kann man nichts machen. Leider. Tschüss. Tschüss. Doch, da können wir was machen. Yo, Tommy hier. Hallo, hier ist der Harald aus der Klangkulisse in Dillingen. Die Kunden nerven mich andauernd, die wollen eine LP von euch haben. Ja, hast ja recht. Machen endlich mal was. Okay, machen wir. Jungs, hört mal, wir machen jetzt eine LP. Wie das denn? Wir haben kein Geld dafür. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir machen es einfach zusammen. Wir wissen ja, dass ihr schon seit Jahren eine LP von uns haben wollt. Und glaubt uns, wir wollen das auch. Das Problem daran ist nur, allein können wir es nicht finanzieren. Wir sind mal ganz ehrlich zu euch. Wir haben letztes Jahr für die Inhale-CD 5.000 Euro aus eigener privater Brieftasche investiert, um so Sachen wie Studio, Pressung, Vertrieb, Artwork, Promo etc. zu bezahlen. Wir sind ja auch eine self-made Band. Also alles, was wir machen, finanzieren wir selbst. Ne? Da steckt uns keiner die Kohlen zu. Ganz ehrlich, unsere Plattenfirma Day One Records, das sind wir selbst. Ja. Und die 2.000 Euro, die wir jetzt brauchen, um das Vinyl pressen zu lassen, die können wir nicht so ohne weiteres aufbringen. Ne? So einfach ist das. Gemeinsam können wir das aber locker schaffen und deshalb haben wir uns für ein Crowdfunding entschieden. Und wir fünf, wenn wir hier sitzen, werden so viel wie irgend möglich in dieses Projekt investieren. Wir brauchen aber eure Unterstützung. Ohne euren Support wird es nicht funktionieren. Seht das Crowdfunding einfach als eine Art Vorbestellung. Da unten rechts ist eine Liste mit Dankeschöns aufgeführt, aus denen ihr wählen könnt. Zum Beispiel die LP vorbestellen, inklusive Porto natürlich. Und für die, die noch etwas mehr involviert sein wollen, gibt es auch noch ein paar andere geile Sachen. Schaut es euch einfach mal an. Wir haben uns für Start Next entschieden, weil Start Next keinerlei Gebühren verlangt. Das heißt, jeder Cent, der gesammelt wird und von euch investiert wird, geht exakt ins Projekt rein. Und ein Versprechen noch, alles, was zu viel an Kohle nachher da sein sollte, der Überschuss quasi, geht komplett an die Aktion Stark gegen Krebs. Da unten ist der Link. Ganz genau. Wir haben auch extra einen alten Song neu aufgenommen für die LP. Den wird es auch nachher nur auf dieser LP geben. Und wir haben jetzt 2 Monate Zeit, 2.000 Euro zu sammeln. Und dann gehen wir direkt in die Pressung. Also sagt's euren Freunden und Freundinnen, ja? Zusammen mit euch schaffen wir das. Toll, das ist auch ein bisschen Musik.